Rechnungen. Die Gemeinde will auch noch etwas. Ja, und jetzt noch das. Oi, oi, oi. Ja, für das habe ich jetzt keine Zeit dort. Nein, Livio, du Bündner Stierengrind. So geht das nicht. Das ist nicht irgendeine Wahl. Die Nationalräte und Ständeräte, die du jetzt wählst, die bestimmen die Agrarpolitik für die nächsten 4 Jahre und noch weit darüber aus. Von der AP 2030 über die Höhe der Direktzahlungen bis zu den künftigen Freihandelsabkommen und anderen Grenzschutzfragen. Frag doch Zera Hostetler, die ist Redaktorin der Bauernzeitung und weiss genau, wie der Karren läuft. Wir stehen hier vor dem Bundeshaus in Bern. Hier wird im Oktober das ganze Parlament neu gewählt. Das ist ein sehr kritischer Zeitpunkt in der direkten Demokratie, weil jeder Parlamentarier und jede Parlamentarierin vertritt das Volk. Jede von diesen 5,5 Millionen stimmberechtigten Personen in der Schweiz könnte ihre Stimme theoretisch abgeben. Das machen aber eben längstens nicht alle. Die Wahlbeteiligung bei den nationalen Wahlen, so wie sie eben jetzt auch im Oktober werden stattfinden, nimmt in der Tendenz eher ab. Am tiefsten ist sie bei Frauen unter 30 und am höchsten ist sie bei Männern über 65. Seit 1971 haben nur gerade 3 von 10 von allen wahlberechtigten Personen unter 30 an einer eidgenössischen Wahl teilgenommen. Und das ist definitiv zu wenig. Glaub mir, Livio, wenn du jetzt eine Stunde herhockst, dann ist das die beste Investition für die nächsten 4 Jahre. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Zuerst machen wir ein Mise en place, so wie in der Küche. Also wir öffnen das Wahlkuvert. Nicht mit dem Sackmesser, das ist seicht. Das brauchen wir heute nicht. Da musst du öffnen. Ganz säuferli, ohne dass das ganze Kuvert verriss ist. So, dann sortierst du alles. Zuerst einmal die 2 Kuverts. Dann der Stimmrechtsausweis. Dann die Wahlzettel für die Nationalratswahlen. Und das sind einmal ein Riesenbeig. Und die Wahlzettel für die Ständeratswahlen. Zuerst wählen wir die Nationalräte. Du hast eine Aufbiege von Wahlzetteln für die Nationalratswahlen 2023 gekriegt. Du hast verschiedene Möglichkeiten, 3 um genau zu sein. Machen wir zuerst Variante 1. Du kannst einfach die vordruckte Liste von dieser Partei nehmen, die dich am meisten überzeugt. So wählst du alle Kandidaten von dieser Partei und gibst alle Parteistimmen dieser Partei. Und das ist die Variante 2. Du nimmst eine vordruckte Liste, das ist eine von den grauen hier, und veränderst sie von Hand. Für das brauchst du einen blauen oder einen schwarzen Kugelschreiber. Also kein Bleistift. Der Kugelschreiber kann natürlich auch grün sein, Hauptsache er schreibt blau oder schwarz. Du kannst also Kandidaten streichen auf deiner Liste, du kannst Kandidaten auf der Liste kumulieren, also zweites Mal auf deine Liste setzen, und du kannst Kandidaten panaschieren. Du kannst Kandidaten aus anderen Parteien auf deine ausgewählte Liste schreiben, so gibst du mehreren Parteien deine Parteistimme. Und so ein Mathematikgenie wie du kann auch den Parteinamen und die Listennummern oben auf dem Wahlzettel herschreiben. Wenn du am Schluss auf deiner Liste noch leere Ziele hast, dann gehen die Stimmen an die Partei, die zuoberst auf der Liste steht. Jetzt haben wir aber noch Variante 3. Und zwar die Leerliste. Die findest du ziemlich zuvorderst bei dem riesigen Bogen, den du da kriegst. Je nach Kanton jetzt noch mehr oder weniger Listen. Also du hast da zuvorderst vorne ziemlich hast du eine leere Liste und die kannst du von Hand selber ausfüllen. Die Varianten 2 und 3 haben den Vorteil, dass du die Kandidaten aus deinem Kanton aussuchen kannst, die sich für die Landwirtschaft einsetzen. Oder eben Frauen. Frag doch Zera Hostetler. Wenn wir kompetente Leute im Bundeshaus haben wollen, die unsere Interessen vertreten, ist es wichtig, dass wir Frauen unter 30 unsere Stimmzettel ausfüllen. Auch wenn man nicht eine gefestigte Meinung für jedes politische Thema hat, ist es wichtig, dass man sich in diesen Prozess einbringt. Aber es ist nicht so, dass nur junge Frauen unter 30 im Moment noch weniger abstimmen. 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts ist es leider immer noch so, dass gerade Frauen über 65 noch deutlich weniger abstimmen als Männer in der gleichen Altersklasse. Zera Hostetler hat auf der Webseite der Bauernzeitung eine Liste mit allen bürgerlichen Kandidaten aus der ganzen Schweiz. Männer und Frauen. Der Link zu dieser Webseite den findest du am Schluss des Videos. Zuerst müssen wir aber noch die Ständeräte wählen. Wie bei fast allem in der Schweiz ist die Wahl der Ständeräte kantonal geregelt. In den meisten Kantonen kannst du 2 Kandidaten in den Ständerat wählen. In den Halbkantonen, also zum Beispiel Basel-Stadt und Basel-Land, kannst du nur 1 Kandidat in den Ständerat wählen. Und in Appenzell-Innerrhoden
Die haben ihren Ständerat schon im April in der Landsgemeinde gewählt. Da musst du gar nichts machen. Also außer den Innenroter haben also alle Wähler für die Wahl der Ständeräte zwei Möglichkeiten. Die Variante 1, du schreibst auf deinen leeren Wahlzettel, das ist der grüne hier, von Hand die Namen von den Kandidaten, die du wählen willst. Die Variante 2, du nimmst die vorgedruckte Liste und kreuzest die Kandidaten an, die du wählen willst. Ich habe dort die Liste vom Kanton Bern. Wenn es auf der Namensliste für die Ständeratswahlen noch freie Ziele hat, dann kannst du unten einen Kandidat von deiner Wahl aufschreiben. Je nach Kanton darfst du aber nur die offiziellen Kandidaten aufschreiben. Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. So kompliziert ist es gar nicht. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Mise en Place und kontrollieren alles. Wir haben zuerst die beiden Wahlzettel für die Nationalratswahlen und Ständeratswahlen. Wir haben den Stimmrechtsausweis, den muss ich noch unterschreiben. Und dann tun wir die beiden Wahlzettel ins Stimmkuvert rein. Das ist das kleinere von diesen zwei. Zusammen mit dem Stimmrechtsausweis kommt das Ganze ins grosse Kuvert. So. Voilà. Und schauen, dass die Adresse vorne ist, also die Adresse der Einwohnergemeinde. Im Kanton, wo es nicht frankiert ist, sollte man noch Briefmarken draufkleben und dann kann man damit ab auf Post. Du kannst dein Wahlkuvert aber auch im Wahllokal abgeben oder bei deiner Gemeinde. Hauptsache, du füllst deine Wahlzettel aus und gehst wählen. Ah, du hast ja recht, wollen wir. Muss man wollen.